Ist es wirklich so, dass Erkrankungen wie Gefäßverkalkung, wie zum Beispiel auch Alzheimer, Parkinson etc. gar keine große Chance mehr haben? Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo meine lieben Beauty-Freunde. Ich freue mich so schön, dass ihr wieder zuhört, dass ich euch heute wieder etwas beibringen darf. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich schon diese Fangemeinde um mich versammeln konnte und euch die Dinge, die ich als wichtig erachte, Stück für Stück näher bringen kann. Also an der Stelle nochmals Dankeschön für eure Treue zu dem Podcast der Praxiskontur Fulda und Frankfurt. Nach der wirklich sehr, sehr großen Resonanz zu dem Thema Insulinresistenz sollten diese gesundheitlichen Themen doch mehr und mehr auch in den Fokus rücken. Gehören auch tatsächlich, meine Lieben, zu meinen bevorzugten Themen, weil ich finde, jeder von uns hat seine Gesundheit zum größten Teil selbst in der Hand und hat dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Schaut mal, ihr kommt als Babys, zumindest in den meisten Fällen glücklicherweise, mit einem so fantastischen Wunderwerk genannt Körper auf die Welt, der so einzigartig ist in seiner Funktionsweise. Und was machen dann viele? Sie schlafen zu wenig, trinken zu viel, nehmen noch Drogen. Am schlimmsten ist ja noch der Alkohol, die Hauptdroge Nummer 1 in Deutschland, und zerschandeln ihre Haut mit viel zu viel Sonne, ohne Sonnenschutz und was so alles ist. Und dann getoppt natürlich die schlechte Ernährung. Wenn ich jeden Tag in mein schönes Autochen anstatt normales Benzin schlechten Treibstoff einfülle, muss ich mich nicht wundern, wenn der Motor kaputt geht. Was will ich damit sagen? Irgendwann, und das wird leider immer früher passieren, was ich auch beobachten kann, dass dann die Herzproblematiken, die Infarkte, die verstopften Gefäße im Gehirn, in der Niere, der Bluthochdruck, der Diabetes und so weiter resultieren. Wer, liebste Beauty-Freunde, hat was davon? Die Pharmaindustrie. Mal ehrlich, die sind doch gar nicht interessiert, dass ihr Verantwortung übernehmt, dass ihr gesund seid, dass ihr bis ins hohe Alter frei seid von irgendwelchen Blutdruck-, Cholesterin- und Zuckermedikamenten. Das wollen die ja gar nicht. Also, ich kann euch wirklich nur ins Gewissen reden und immer wieder ins Gewissen reden. Übernehmt die Verantwortung für eure Gesundheit. Und da wollen wir jetzt mal über etwas sprechen, was sich Schaltzentrale nennt, und zwar unser wunderschönes Gehirn. Ihr denkt jetzt an das Gehirn, was hinter eurer Schädelkalotte liegt. Und dieses Gehirn ist eigentlich das, was uns komplett steuert. Da habt ihr natürlich recht. Aber das Gehirn wiederum hat eine Schaltzentrale, von der mir und auch meinen ganzen Kollegen viel zu wenig beigebracht wurde, nämlich von dieser übergeordneten Schaltzentrale. Haltet euch fest, das ist der Darm. Von dort aus wird das eigentliche euch bekannte Gehirn ferngesteuert. Also, ihr stellt euch jetzt mal den meterlangen Darm vor mit Milliarden von Bakterien, und diese winzigen Bakterien, die da in der Dunkelheit leben, die müssen mit der richtigen Nahrung gefüttert werden, damit die richtigen Bakterienstämme wachsen und die schlechten Bakterienstämme keine Chance haben. In dem Moment, wo die guten Bakterienstämme überwiegen, wir sprechen hier von einem gesunden Darmmikrobiom, ist es wirklich so, dass Erkrankungen wie Gefäßverkalkung, wie zum Beispiel auch Alzheimer, Parkinson etc. gar keine große Chance mehr haben. Das hat man lange Zeit nicht gewusst. Und diese Darmgesundheit erreichen wir nicht, indem wir uns da kiloweise die Chips reinziehen, sondern indem wir sogenannte antientzündliche, hochwertige, naturbelassene Nahrung aufnehmen. Das heißt, wir essen keinen Zucker, keine Fertignahrung, wo ja überall Zucker drin ist, weil der Zucker füttert die schlechten Bakterien, sondern wir essen wunderbaren Lachs. Wir essen zum Beispiel auch mal ein Stück dunkle Schokolade.
es gibt eine 100% Schokolade von der Firma Lindt. Da kann man ruhig mal ein Stückchen von essen. Wir essen viele Blaubeeren. Sowieso Beeren sind wunderbar. Wenn wir Rind essen, essen wir grasgefüttertes Rind und natürlich Walnüsse. Die sind ganz hervorragend geeignet und natürlich als Hauptbestandteil unserer Nahrung Gemüse. Und dabei auf die Vielfalt bitte das Hauptaugenmerk legen. Nicht nur ein Gemüse und eine Portion am Tag, sondern sich davon richtig satt essen und dabei die vielfältigen Farben wählen und das Ganze mixen. Zurzeit ist ja wieder mal Spargelzeit und in der Spargelzeit können wir ja so tolle Sachen kombinieren, von Lachs über Rind, über was weiß ich, das ist ja alles so lecker. Und dabei nimmt man nicht mal ungesunde Kalorien zu sich, man muss nicht die Kalorien zählen, man isst einfach das, was gesund ist, verliert automatisch Körperfett, macht parallel ein bisschen Sport, um seine Muskulatur aufzubauen. Es ist aber nochmal ein Thema, über was ich gesondert mit euch sprechen möchte. Und schon füttert man diese kleinen, im Darm lebenden uns zum Wohle gesonnenen Bakterien und kann damit den gesamten Körper steuern. Mittlerweile weiß man sogar, dass dann im Gehirn, also das, was ihr als Gehirn kennt, sogar neue Zellen entstehen, die Verknüpfung der einzelnen Nervenzellen untereinander viel besser funktionieren. Und die Gesamtsituation im Körper, was sogenannte Entzündungsprozesse anbelangt, die werden natürlich dadurch deutlich reduziert. Und auch die Selbstheilungskräfte des Körpers, die werden unglaublich damit gefördert. Also wenn ihr auch im eigentlichen Gehirn, was unter der Schädelkalotte sitzt, Krankheiten vorbeugen möchtet, geht das nur mit Zuhilfenahme der zusätzlichen übergeordneten Schaltzentrale und das ist unser Darm. Es ist wichtig, dass ihr euch gesund ernährt und ihr braucht keine Beilagen, ihr braucht nicht diese Nudeln, ihr braucht aber viel extra virgin Olivenöl, ihr braucht viel Gemüse, Salate, fette Fische. Das sind nämlich die richtigen Fette, die wir brauchen, um zu funktionieren. Ich mache mir in jeden Salat zusätzlich noch eine Handvoll Walnüsse rein. Das schmeckt so extrem lecker. Und das sind einfach Sachen, die wichtig sind und die wenigsten eigentlich heutzutage wissen. Und das wird einem auch nicht beigebracht in der Schule. Der Zweig der Medizin, der sich mit solchen Dingen beschäftigt, ist die funktionelle Medizin, the functional medicine. In Deutschland ein bisschen steckenpferdmäßig noch. In den USA gibt es 2, 3 wirklich hervorragende Ärzte, die auch mir viel beibringen und die ich mit Begeisterung konsumiere in Büchern und so weiter. Und ich freue mich, wenn ich ein Stück dazu beitragen kann, hier in Deutschland für eure Gesundheit euch was Gutes zu tun und ihr anfangt, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das kann kein Arzt für euch tun. Das könnt ihr nur selbst tun. Und ihr wollt nicht eine Batterie von Tabletten einnehmen, weil das wird zwangsläufig kommen. Und das ist etwas, das geht nur mit einem eisernen Willen und mit Disziplin. Und dann habt ihr ein langes und gesundes Leben und seht dabei auch noch gut aus, weil das ist die positive Begleiterscheinung einer gesunden Ernährung. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas Gutes tun und wünsche euch einen gesunden Tag, eine gesunde Woche, ein gesundes Jahr, ein gesundes Leben. Und bis bald, eure Dr. Nicole David. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.